oder sich an die Umsetzung heranwagen soll. Was dann? Seit letztem Jahr stellen wir mit dem Ladelerntool eine digitalisierte Lernplattform zur Verfügung zu den Themen Elektromobilität und Ladeinfrastruktur. Wir haben Daten eingesammelt, strukturiert und sortiert, Beispiele gesucht und tada, es gibt ein neues Lernmodul. Die 10 Gebote der Ladeinfrastruktur in Kommunen. Heike Strach ist seit November 22 bei uns im Team, im Power-Team für das Ladelerntool in der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur. Sie hat einen Master im Bereich Digital Business Management und ist zertifizierte Informations- und Wissensmanagerin. Heike zeigt uns jetzt, wie das Ladelerntool bei den unterschiedlichsten Herausforderungen unterstützen kann, aber auch, wie derlei Unterstützungswerkzeuge bei uns entwickelt werden. Heike. Ja, vielen Dank, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich freue mich, Ihnen nun zum Abschluss dieses spannenden Vormittags noch eines unserer neuen Produkte vorstellen zu können, das Ladelerntool. Frau Fehler hat es schon groß angekündigt. Das Ladelerntool ist unsere neue digitale Lernplattform, die seit November letzten Jahres online ist. Sie soll die Kommunen im Rahmen des Masterplans dabei unterstützen, das notwendige Wissen rund um das Thema E-Mobilität und Ladeinfrastrukturaufbau zu erwerben und zu erweitern. Das Ladelerntool ist nach kurzem Registrierungsprozess kostenfrei nutzbar und verzeichnet bereits rund 1000 Nutzerinnen und Nutzer. Das Feedback, was wir bereits erhalten, aus den Kommunen insbesondere, ist erfreulich positiv und das Interesse an weiteren Lerninhalten groß. Genau. Ich möchte Ihnen ebenfalls gerne eine Tour durch die Anwendung geben und habe hierfür eine Videosequenz vorbereitet, die Ihnen einen Eindruck vom Aufbau der Webseite und den Funktionalitäten geben soll. Genau, würde ich einmal abspielen und nebenbei auf der Tonspur etwas kommentieren. Genau, hier befinden wir uns schon auf der Startseite des Ladelerntools nach erfolgreicher Registrierung und dem Login. Hier finden sich zentrale Informationen zur Website, aber auch dem Ladeinfrastrukturaufbau in Kommunen. Es werden auch aktuelle News zum Thema eingebunden und man gelangt natürlich auch zum Kurskatalog. Hier sehen Sie unsere beiden Grundlagenkurse zum Thema Elektromobilität und Ladeinfrastruktur. Wir sind dabei, das Kursangebot fortlaufend weiterzuentwickeln und haben dabei die Wissensbedarfe der Kommunen im Blick. Wie Sie sehen, sind die Kurse modular aufgebaut und bestehen aus mehreren Lerneinheiten sowie einem Abschlusstest. Genau, und der Blick in den Kurs zeigt, wie diese gestaltet sind. Bewusst übersichtlich und einfach gestaltet, was zur intuitiven Bearbeitung und Durchführung beiträgt. Bei der Kurserstellung achten wir auf eine zielgruppengerechte und ansprechende Gestaltung. Dabei spielen neben der didaktischen Aufbereitung der Inhalte auch multimediale Elemente eine Rolle, wie zum Beispiel Grafiken, Videos oder interaktive Elemente. Wie Sie hier sehen, das ist eines unserer Erklärvideos, welches zu einem der Kurse in die Thematik einführt und die wichtigsten Schwerpunkte des Kurses zeigt. Auch Übungstypen spielen natürlich eine große Rolle, um das Gelernte zu festigen. Hier sehen Sie beispielsweise eine Zuordnungsübung. Es gibt aber auch weitere Übungstypen wie Multiple-Choice-Übungen, Lückentexte etc. Genau, nach Abschluss der Lernmodule wird final der Abschlusstest freigeschaltet. Dieser besteht aus mehreren Fragen auf Grundlagen der Lernmodule. Bestanden ist der Test, wenn mindestens 80% der Fragen korrekt beantwortet wurden. Genau. Zu guter Letzt schaltet sich mit Bestehen des Abschlusstests ein personalisiertes Zertifikat frei. Das ist ein Feature, was von den Nutzerinnen und Nutzern sehr positiv genutzt wird und kann bei Bedarf heruntergeladen, ausgedruckt oder auch geteilt werden. Das war auch schon die kurze Tour durch das Ladelerntool. Ich möchte Ihnen aber, genau, abwarten.
zum Abschluss noch einen kleinen Ausblick zu den laufenden Aktivitäten rund um das Lade-Lern-Tool geben. Wir sind selbstverständlich dabei, die Kursinhalte fortlaufend weiterzuentwickeln. Wir versuchen dabei, die Wissensbedarfe der Kommunen bestmöglich zu verstehen und in die Inhalteentwicklung einfließen zu lassen. Dabei führen wir eigene Zielgruppen- und Bedarfsanalysen durch und stehen insbesondere mit den Expertinnen und Experten der Leitstelle in Kontakt. Neben den eigenen Zielgruppen- und Bedarfsanalysen erreicht uns aber auch viel Feedback aus den Kommunen und den Nutzerinnen und Nutzern. Ein weiterer wichtiger Baustein ist die strategische Weiterentwicklung. Hierbei spielen zum Beispiel neben der Nutzerfreundlichkeit auch das Thema User Interface Design eine wichtige Rolle. Wir sind zum Beispiel aktuell dabei, neue Templates zu integrieren, die auch in Kürze freigeschaltet werden, was den Kursen auch nochmal ein ansprechenderes und moderneres Design verleiht. Genau, bei der strategischen Weiterentwicklung stehen wir auch stark mit unseren Dienstleistern im Kontakt, die uns beraten im Hinblick auf die aktuellen Trends im Bereich der digitalen Bildung und Lerntechnologien und stehen uns da unterstützend zur Seite. Zu guter Letzt betreiben wir natürlich verschiedene Kommunikations- und Netzwerkaktivitäten, um die Nutzerinnen und Nutzer, potenzielle wie bestehende, zu erreichen. Wir nutzen dafür verschiedene Kanäle, zum Beispiel den LinkedIn-Kanal der Leitstelle, sehr gerne für Anzeigen und Mitteilungen. Wir sind auf verschiedenen Veranstaltungen unterwegs und können auf bestehende Netzwerke zurückgreifen. Zu guter Letzt möchte ich Sie noch auf unseren seit heute veröffentlichten neuen Kurs aufmerksam machen, der die Rolle der Kommune beim Aufbau von Ladeinfrastruktur behandelt. Er gliedert sich in 3 Kursmodule und einem Abschlusstest. Inhaltliche Schwerpunkte sind neben dem Masterplan und der Toolbox insbesondere kommunale Handlungsinstrumente im Rahmen des Ladeinfrastrukturaufbaus und auch rechtliche Rahmenbedingungen werden beleuchtet. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die weitere Veranstaltung mit Ihnen. Ja, vielen Dank, Heike. Das Lade-Lern-Tool ist also ein gutes Beispiel dafür, Informationen nicht nur zur Verfügung zu stellen, sondern auch auf das Wesentliche zu reduzieren und den richtigen Kontext zu bringen. Wir koordinieren im Auftrag der Bundesregierung diese Konferenz, um in den Dialog zu gehen. Sie alle sind unsere Nutzerinnen und Nutzer. Und wir wollen auch heute die Chance nutzen, mit Ihnen zu reden. Sie finden hier überall meine Kollegen in schwarzen T-Shirts mit der Aufschrift "Einfach laden". Daran arbeiten wir. Das sind unsere Expertinnen und Experten. Und ich würde Sie gerne dazu auffordern, tauschen Sie sich aus, lassen Sie uns Ihren Auftrag an uns verstehen. Ansonsten genießen Sie jetzt bitte im Lichthof die Mittagspause und Ihnen an den Online-Streams wünsche ich auch eine angenehme Pause. Wir sehen uns um 13.45 Uhr wieder. Akustisches Statement jetzt gerade. So, ich gucke in entspannte Gesichter. Was heißt, Sie haben die Mittagspause voll und ganz genossen? Batterien sind wieder aufgeladen. Ja, Sie sind frohen Mutes, ob der Inhalte, die wir für Sie am Nachmittag vorbereitet haben. Das finde ich erstmal sehr, sehr gut. Sie im Stream sind auch wieder mit dabei. Das freut mich sehr. Ich spüre Ihre Anwesenheit sinnbildlich hier in Berlin. Wir haben heute schon viel darüber gehört, was auf nationaler Ebene bewegt wird und wie die Strategie der Bundesregierung aussieht. Jetzt wollen wir unsere Fühler mal ein Stück weit ausfahren, und zwar Richtung europäisches Ausland. Unser Blick richtet sich nach Süden und wir reisen gemeinsam nach Österreich, denn dort gibt es ein Pendant zur deutschen Leitstelle und die kommen mit einem sehr energetischen Namen daher. Die heißen nämlich OLE. Nicht Ole, sondern Ole heißen die. So, und die sind die zentrale Anlaufstelle für Elektromobilität. Ich bin sehr gespannt, wie das Thema dort gedacht wird, wie es umgesetzt wird und freue mich auf den Leiter von Ole. Und der Mann ist zeitgleich Teamleiter Dekarbonisierung und Fahrzeugtechnologien bei Austriatec. Das ist also das Dach, die Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen. Und er nimmt uns mit auf die Reise. Philipp Wieser, bitte.
Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung auch. Ich finde das immer wunderbar, dass man bei so einer Konferenz auch ein wenig diesen internationalen Punkt, diese internationalen Agenda und Strategien auch zu Wort kommen lässt. Herzlichen Dank auch für das Olé. Das freut uns immer, wenn das auch so ausgesprochen wird. Es ist immer, glaube ich, fein, direkt jetzt da auch nach der Mittagspause zu sprechen oder überhaupt in einem späteren Part von so einer Konferenz, da man auch ein bisschen eingehen kann auf die Punkte, die schon am Vormittag eigentlich besprochen wurden. Und da kann ich auch sagen, deswegen habe ich auch immer wieder geschmunzelt heute im Publikum, dass ich einfach sehr, sehr viele Punkte, die heute als essentiell, als wichtig in der E-Mobilität besprochen wurden oder bezeichnet wurden, auch natürlich eins zu eins auch für uns gelten. Aber nur die Zugänge dazu, also wie wir es angehen, wie wir diese Strategie sehen in Österreich, die sind teilweise vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Um das ein bisschen herauszuheben und auch darauf einzugehen, warum wir gewisse Dinge anders sehen oder wie wir in Zukunft uns den Hochlauf gerade der Ladeinfrastruktur bis 2030 vorstellen, auf das werde ich jetzt in den nächsten 15 Minuten eingehen. Aber dazu vielleicht noch ganz kurz, man hört sie immer wieder so, Deutschland und Österreich sind doch in sehr, sehr vielen Bereichen vergleichbar. Wir haben durchwegs ähnliche Wirtschaftszahlen, wir haben ähnliche Bevölkerungsstruktur oftmals, auch in verschiedenen Infrastrukturkategorien, sehr ähnliche Bedingungen. Und in der Vorbereitung habe ich mir die deutschen Zahlen und die österreichischen Zahlen genau angeschaut und teilweise wirkt es wirklich so, dass es eigentlich fast eins zu eins sich deckt, wie derzeit die Ladeinfrastruktur ausgebaut ist, beziehungsweise wie gewisse Verhältnisse zueinander stehen. Also gerade immer diese Diskussion, brauchen wir Langsamladepunkte, brauchen wir Schnellladepunkte, sollten wir einen Fokus setzen auf HPC, also wirklich auf die Ultraschnellen. Das ist immer so ein Thema, das bei uns natürlich genauso wichtig ist, dass wir sehr oft gefragt bekommen. In Deutschland und in Österreich sieht das sehr, sehr ähnlich aus, mit einem leichten Shift vielleicht, dass es in Deutschland derzeit verhältnismäßig mehr Ultraschnellladestationen gibt. Aber die Grundidee dahinter ist doch sehr, sehr ähnlich. Spannend ist es auch eigentlich bei der Gesamtladeleistung. Ein Wort, das jetzt noch öfters von mir hören werden, weil es einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt für mich ist, für uns gerade ist, wie wir diese Leistung eigentlich betrachten. Da sieht man einfach auch dieses Verhältnis bei Normalladepunkten und eben Schnellladepunkten. Das ist eben zwischen Österreich und Deutschland auch sehr, sehr ähnlich. Was das eigentlich schlussendlich dann eigentlich bedeutet, ist, dass auch unsere Herausforderungen derzeit doch sehr ähnlich sind. Also wir haben mit den gleichen Hochläufen zu tun, mit den ähnlichen Zahlen, mit den gleichen Anfragen, die an uns kommen, auch an die verschiedenen Leitstellen. Aber trotzdem kann es eben auch sein, ganz spezifisch, dass eben die Lösungen unterschiedlich sind. Und das ist, glaube ich, einfach spannend zu betrachten. Und auch alle unterschiedlichen Zugänge dazu haben auch irgendwie ihren Vorteil oder ihre Berechtigung, solange sie begründet sind. Und das ist einer der Punkte, auf den ich mir noch eingehen möchte, gleich von heute vom Vormittag. Es wurde sehr oft darüber gesprochen, dass alle Entscheidungen, egal in welche Richtung sie gehen, eben auf einer guten Datenlage einfach passieren müssen. Auf Fakten, auf Daten, auf einer Grundlage für Planungen. Und das sehen wir eins zu eins so. Und das ist ganz, ganz wichtig für unsere zukünftigen Aktivitäten auch in Österreich. Ich wollte hier noch kurz etwas herausheben, was, glaube ich, sehr, sehr spannend ist. Immer wieder werden wir mit den Fragen konfrontiert und ich bin mir sicher, das gilt für sehr, sehr viele hier im Publikum auch. Welche Strategie sollten wir fahren? Sollten wir uns darauf konzentrieren, möglichst viele Ladepunkte für die Flotte zu generieren und hinzustellen? Sollten wir uns auf Schnelllader konzentrieren? Sollten wir uns nur aufs private Laden konzentrieren? Und da möchte ich nur einfach zeigen mit ein paar Beispielen, dass unterschiedliche Strategien trotzdem eigentlich zu einem Gewinn oder zu einem Vorteil auch führen können und diese Flotte, die man in den Staaten hat, versorgen können. Und das muss man auch zulassen. Und das gilt sowohl für Staaten, für Nationalstaaten, als auch eben für Regionen und für Gemeinden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, so wie wir jetzt in Österreich betrachten. Sieht man sich zum Beispiel die Niederlande, die Deutschland und Österreich an, haben wir hier zum Beispiel ein sehr, sehr unterschiedliches Verhältnis von Ladepunkten zu tatsächlichen Elektrofahrzeugen. Österreich ist so, ich sage mal, ungefähr dazwischen. Also die Niederlande, wie wir wissen, haben einen sehr, sehr großen Fokus auf sehr viele Ladepunkte mit verhältnismäßig sehr langsamen Ladeleistungen, also wirklich auch sehr, sehr viele typische Laternenparker. Deutschland, wie wir vorher gesehen haben, hat einen leichten Hang und wir haben es auch schon gehört bei den steigenden Ladeleistungen in Richtung Schnellladestationen. Wir sind derzeit in Österreich ungefähr dazwischen, das heißt, wir haben auch verhältnismäßig mehr Ladepunkte pro Anzahl an Autos. Aber das allein zeigt eigentlich nur, dass wir trotzdem auch erfolgreich so die Flotte bedienen können. Das heißt, wir müssen auf die Lade-Use-Cases schauen und das ist einfach unser Hauptpunkt derzeit in Österreich. Wir betrachten die unterschiedlichen Lade-Use-Cases und das freut mich auch, wie das der Johannes Ballasch heute gesagt hat, wir müssen diese erkennen und dementsprechend dafür auch Lösungen finden. Und diesen Auftrag haben wir in Österreich als Österreichs Leitstelle für Elektromobilität, als OLE, diese Lade-Use-Cases zu erkennen
und darauf quasi eine Basis für eben diese Ausbau- und für diese Unterstützungsstrategie zu finden. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, sowohl Langsamladen als auch Schnellladen als auch privates Laden werden von uns unterstützt, sowohl mit verbesserten Rahmenbedingungen, mit Förderprogrammen, mit Kommunikation, mit Vernetzung, dementsprechend auch mit einem wirklichen Programm dahinter. Aber wir wissen eben, es braucht einen Shift einmal dort und einmal auf der anderen Seite. Das heißt, grundsätzlich geht es darum, und das ist ganz, ganz wichtig, nicht zu sagen, wir fahren diese eine Strategie, sondern es geht darum, den Ladebedarf der Flotte zu decken. Und das heute und das für 2027, für 2030, für 2035. Das heißt, dieses Thema One-Ladeinfrastruktur fits all, wie wir es oft nennen, funktioniert so eigentlich nicht. Wir müssen einfach ganz konkret schauen, was die Bedingungen vor Ort sind. Und das gehe ich jetzt mit einem ganz spezifischen Beispiel an, und das gilt besonders beim Fokus auf die Kommunen, denke ich mal, in Deutschland genauso wie eben in Österreich. Und das ist halt auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir haben auf der einen Seite derzeit, und das sind wirklich echte Beispiele, mit denen wir derzeit konfrontiert sind, wir haben die Visionärin, wir haben die Vorantreiberin, teilweise eben auf Personenebene in den Gemeinden oder die Gemeinde als Ganzes. Gemeinde ist gleich Kommune, das ist ein bisschen so österreichische, deutsche Bezeichnung. Das heißt, wir haben da Gemeinden, die extrem viel schon umgesetzt haben oder umsetzen wollen. Die haben Lademanagement in ihren Flotten drinnen. Die haben de facto jetzt schon oft eine hundertprozentige BEV-Flotte in ihrer kommunalen Infrastruktur. Die haben E-Mobilitätsexpertinnen, E-Mobilitätstage, wo sie aktiv auf ihre Bevölkerung zugehen. Da passiert schon sehr viel, und da sage ich ganz ehrlich, denkt man sich teilweise als Leitstelle, so viel gibt es da für uns gar nicht mehr zu tun. Und dann haben wir aber genauso auch viele Gemeinden, viele Kommunen, die eben die Abwartenden sind, wo eben sehr wenig passiert, wo nach wie vor unklar ist, wer eigentlich konkret diese Zuständigkeit auch hat, Ladeinfrastruktur zu bauen, die nach wie vor auch nicht an den Hochlauf der E-Mobilität glauben, die derzeit im großen Stil Verbrenner neu anschaffen für die kommunalen Flotten, wo einfach auch wenig Expertise da ist. Und das meine ich jetzt da gar nicht zu wertend, ich sage eigentlich nur, wir müssen es ernst nehmen, wir müssen erkennen, dass es die auch gibt, die teilweise direkt benachbart sind. Und wir müssen für beide Unterstützungen finden. Und das ist da gerade diese große Herausforderung für uns als Leitstelle in dem Fall. Und wir haben da schon eine Lösung, in welche Richtung das geht. Und es deckt sich eins zu eins mit dem, was heute in der Früh auch schon Bundesminister Wissing gesagt hat, auch was Johannes Palasch gesagt hat. Ganz wichtig sind einfach hier wirklich die Daten. Und sobald ich weiterschalten kann, genau, perfekt. Das sind die wunderbaren Punkte. Wir brauchen die Datenbasis, das gilt für alle, für die Vorreiter, als auch für die Abwartenden. Die schaffen wir gerade als Leitstelle, auch für ein Kommunalpaket. Wir müssen eine Planungsgrundlage schaffen, auch für den weiteren Hochlauf. Wir reden ja nicht von 2023, sondern wirklich Richtung 2030, wo Österreich ein 100% Neuzulassungsziel hat für BEVs, bei PKWs und leichten Nutzfahrzeugen. Wir müssen die Bewusstseinsbildung verschärfen, weiterhin verbessern und eben für Vernetzung sorgen. Genau da setzen wir jetzt eigentlich an, um eben genau diese unterschiedlichen Ladestrategien und diese verschiedenen Ladeinfrastrukturen, die es derzeit gibt in den Regionen, in den Gemeinden, in den Kommunen, um die eben aktiv alle zu versorgen. Man muss sich das wirklich vorstellen. Das ist natürlich für uns alle hier heute eine ganz einfache, ganz logische Sache, aber wir haben mittlerweile so viele verschiedene Strukturen an Ladeinfrastruktur, von den High-HPC-Chargern, die derzeit bei den Tankstellen schon aufgebaut werden oder an den Autobahnen, neben den Autobahnen, bis hin über das Laden beim Nahversorger, das bei uns gerade in den Regionen in Österreich sehr relevant ist, das beim Supermarkt Parkplatz tanken und laden. Wir haben teilweise modernes Lademanagement in Neubauten bis hin eben zu den vielen privaten Wallboxen. Wir haben es heute schon gehört, 85% der Ladevorgänge finden zu Hause statt. Und dann bleibt natürlich auch noch diese roten Punkte über, dieses Ladepunkt auf öffentlichen Flächen. Und das ist die große Frage, wie viel wird das wirklich sein? Was bleibt übrig? Was muss wirklich von den Gemeinden, von den Kommunen gebaut werden? Und das ist einfach so komplex auch zu verstehen und für jede Gemeinde anders, dass man hier eben einfach nicht mit einer Strategie über alle drüber fahren kann. Und deswegen, was ist unser Fokus konkret in Österreich als Leitstelle für dieses Jahr? Zwei Punkte, auf die ich jetzt wirklich eingehe. Auf der einen Seite, wie vorher schon angesprochen, wird es eben sehr, sehr ähnlich wie in Deutschland ein Daten- und Kommunikationspaket für Kommunen geben. Das wird gerade entwickelt, das ist ein wichtiger Punkt für uns, wo wir aber ganz konkret darauf gehen, dass es quasi wirklich Basisinformationen gibt und ein Tool mit grundlegenden Werten für die Kommunen, die sie auch selbst bedienen können. Das ist uns ganz wichtig, dass quasi diese Expertise vor Ort aufgebaut wird und die Umsetzungen auch vor Ort stattfinden mit den Expertinnen und Experten vor Ort, die tatsächlich auch die Infrastruktur kennen, die speziellen Gegebenheiten auch kennen, die wissen, wo Quartiere neu entstehen, wie bestimmte Begebenheiten und Parameter dort in den Regionen funktionieren. Wir wollen die unterstützen, dass sie vor Ort umsetzen. Und dazu war auch unterschiedliche Zugänge, da komme ich noch dann abschließend dazu. Und unser zweites Projekt, unser zweiter Fokuspunkt für heuer als Leitstelle, das ist doch sehr spannend,
ist unser neues Förderprogramm. Das nennt sich LADIN. Das wird im zweiten Halbjahr noch rauskommen bei uns in Österreich. Auf das sind wir doch sehr stolz. Gar nicht jetzt wirklich wegen diesem großen Hebel, dass es per se auslöst, sondern weil es für uns ein komplett neuer Shift ist in eine neue Art von Förderprogrammen. Und zwar fokussieren wir uns da ganz spezifisch auf unterversorgte Gebiete in den Regionen in Österreich, wo derzeit so gut wie noch gar keine Schnellladeinfrastruktur steht. Das heißt, wir schauen uns die wirklich an, sehr komplexe Berechnung. Also das Team der deutschen Leitstelle kennt das genau, wie schwierig das auch ist, teilweise wirklich zu evaluieren. Und genau dort wollen wir diese Lücken schließen in den Regionen, um eben für alle diese Balance zu finden. Und Balance ist, glaube ich, sowieso das Wort, das sich ein bisschen jetzt durch meine Keynote hier zieht, weil wir müssen eben genau das schaffen. Wir müssen erstens allen den gleichen Zugang zur Ladeinfrastruktur geben, um dann weiter später punktuelle Förderprogramme starten zu können, die spezifisch noch was verbessern können. Aber dazu braucht es zuerst diese Balance und genauso in den Gemeinden und in den Regionen auch diese Balance zu finden zwischen denen, die vielleicht noch weiter hinten dran sind, die noch abwarten und die schon extrem weit voran sind und schon sehr viel umgesetzt haben. Und das sind unsere zwei Fokuspunkte jetzt in diesem Jahr. Da gibt es dann dementsprechend im zweiten Halbjahr viele Informationen von uns. Und wir sind uns auch schon sicher, dass in Zukunft wirklich diese punktuellen Förderprogramme, die ganz spezifisch einen gewissen Part in der E-Mobilität bei den Fahrzeugen als auch in der Ladeinfrastruktur fördern, dass das so auch die Zukunft sein wird bei uns. Weil wir haben diesen immensen Hochlauf, wir haben zwar stark steigende Budgetzahlen auch bei den Förderprogrammen, wir sehen aber trotzdem, irgendwann braucht es noch effizientere und noch punktuellere Programme. Und eigentlich freuen wir uns auch schon drauf, gemeinsam mit unseren Partnern, unseren Stakeholdern, auch in der öffentlichen Hand, einfach zu evaluieren, wo müssen wir den Fokus setzen jetzt hier für die nächsten Jahre. Weil natürlich blicken wir auch schon nicht nur aufs Jahr 2024, sondern sehr wohl auch aufs Ende des Jahrzehnts, wo wir mit immensen Neuzulassungszahlen in Österreich rechnen. Und das ist jetzt so der letzte Punkt vielleicht von meiner Seite noch. Was ist nochmal wirklich der Fokus und was geben wir auch weiter, auch wenn wir mit internationalen Stakeholdern jetzt auch schon reden. Auf der einen Seite eben diese Support-Balance finden zwischen aktiver Unterstützung, gewisser Steuerung und dem freien Laufenlassen. Wir hatten die Diskussion vorher schon am Panel mit diesem freien Markt und was ist dann tatsächlich die Steuerung von Seiten auch der öffentlichen Hand. Diese Balance zu finden ist sehr, sehr essentiell für uns. Aber es geht immer darum, diesen Ladebedarf zu decken, weil den gibt es zu decken. Egal, ob man das nur mit Langsamladern macht, nur mit Schnellladern. Den Ladebedarf, den kann man berechnen, den kann man hochrechnen. Der ist da, das ist eine echte Zahl an Kilowattstunden an Ladeleistung, die an Ladebedarf eben abzudecken ist. Das müssen wir kommunizieren. Und dazu brauchen wir eben diese Datenbasis, die eben von einer hoffentlich sehr guten Stelle kommt, auf die man auch vertrauen kann, die man eben auch zugreifen kann, die man bedienen kann. Die Datenbasis muss man schaffen. Und so kann man eben diese Lade-Use-Cases nicht nur erkennen, sondern eben auch wirklich bedienen, in den Regionen unterschiedlich. Und das ist wirklich auch das letzte kleine Plädoyer von unserer Seite. Wir sehen uns ja doch als Leitstelle für Elektromobilität. Also wir haben auch die Fahrzeuge und die Fahrzeugförderungen in unserem Programm drinnen, auch in unserer Kommunikation. Und das ist schon noch ein Punkt, den ich ein bisschen weitergeben kann, den wir schon sehr klar sehen. Das ist das Thema Antriebswende und Mobilitätswende. Den möchte ich schon noch am Schluss ein bisschen mitgeben. Klar, wir beschäftigen uns jetzt in diesen Jahren ganz klar, weil es einfach wichtig ist, weil es schnell geht, weil es einfach das ist, was gerade benötigt wird und wo wir Eingriff haben mit dieser Antriebswende. Wir müssen elektrifizieren, wir müssen dekarbonisieren in den Flotten. Zum Glück jetzt ist es auch schon weiter bei den Bussen, es geht jetzt schon weiter bei den LKWs, sogar bei den schweren LKWs sehen wir es derzeit. Wir haben derzeit ein spektakuläres Förderprogramm laufen, wo wirklich viele spannende Anträge reinkommen. Das ist der eine Punkt, aber trotzdem, wenn man ans Jahr 2030 denkt, muss man auch einen Schritt weiter denken und nicht nur an die 100% Elektrifizierung, sondern auch eben überlegen, wie geht es allgemein mit dieser Mobilitätswende weiter. Wir haben diesen großen Block, der eben mit dieser Elektrifizierung funktioniert, wo wirklich die Fahrzeuge quasi ausgetauscht werden, neuen Antrieb bekommen, aber erlauben wir uns wirklich, und das machen wir ganz aktiv in Österreich, auch zu schauen, dass wir einen leichten Shift drinnen haben, dass wir die Fahrzeuge auch in Richtung Sharing reindenken, auch teilweise ins Verlagern und ins Vermeiden reindenken und dafür eben aber auch die Infrastruktur schaffen und die Lösungen und auch fair und verschiedenste Lösungen in verschiedensten Regionen und Kommunen erlauben. Also diesen Shift, um eben diesen sehr farbigen und bunten Block eigentlich auf der rechten Seite Ende des Jahrzehnts zu erreichen, da arbeiten wir aktiv daran, freut uns auch sehr, natürlich mit dem Fokus auf E-Mobilität. Aber es ist immer gut, wenn man zusammenarbeitet und immer einfach schaut, dass es möglichst schnell in Richtung Klimaneutralität geht. Das ist unser Ziel und das ist auch so unser Motto am Ende, eben tatsächlich gemeinsam an der Mobilitätswende arbeiten. Man sieht hier Teil von meinem Kernteam bei der Leitstelle bei uns in Wien. Und damit sage ich auch Danke und vielen Dank nochmal für die Einladung. Ganz herzlichen Dank.
erstmal, Herr Wieser, wir haben jetzt die Möglichkeit, und das ist das Schöne, wir haben ein bisschen Zeit eingekauft und nehmen gerne Ihre Fragen entgegen. Also wenn da jetzt Punkte waren, wo Sie sagen, da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr darüber erfahren, dann zögern Sie nicht und nutzen Sie jetzt Slido. Ja, da war viel drin. Wir können auf jeden Fall festhalten, da gibt es sehr, sehr viele Parallelen natürlich auch zur Leitstelle hier. Sie haben das schon angesprochen, zur Struktur in Deutschland, also die Art und Weise, wie Akteurinnen und Akteure miteinander ins Gespräch kommen, wie man das Thema zu den Kommunen bringen will. Was mich mal interessieren würde, wie steht es denn eigentlich um die Akzeptanz in der Bevölkerung? Grundsätzlich gut, aber ich denke trotzdem daran, dass wir ein wenig aufpassen müssen, auch manchmal bei Stakeholder-Runden, wo wir mit Expertinnen und Experten reden, dass wir uns doch manchmal in eine gewisse Bubble reinsprechen, wo wir daran denken oder glauben, dass alles eh schon quasi erledigt ist, dass dieser Mythenabbau schon stattgefunden hat, dass die Akzeptanz quasi überall da ist. Auch wir erkennen, dass wir da jetzt ein bisschen zu wenig direkt mit den Userinnen und Usern sprechen, ein bisschen zu wenig mit der konkreten Bevölkerung, weil es gibt da noch viel zu tun. Wir müssen nach wie vor ansetzen beim Thema Ressourcenmythen, beim Thema Recyclingmythen, beim Hochlauf, wirklich bekannt machen, um welche Zahlen es da wirklich geht. Mhm. Wir reden da wirklich von 100% Neuzulassungen 2030. Das ist unser Ziel. Wir sind auch grundsätzlich auf diesem Zielpfad. Das heißt, wir müssen da weiterhin ansetzen. Es geht voran bei der Akzeptanz. Trotzdem glauben wir, dass es da noch ein bisschen mehr an Maßnahmen auch braucht, um hier wirklich diese Bewusstseinsbildung auch zu starten. Sie haben das Thema Sharing eben angesprochen und gesagt, also grundsätzlich haben Sie gesagt, man sollte nie eine Schablone drüberlegen, sondern immer individuelle Lösungen erarbeiten und darüber nachdenken. Können Sie uns konkret vielleicht mal so eine Sharing-Lösung mit auf den Weg geben, wo Sie sagen, da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht oder von der glauben wir, dass die gut funktionieren könnte? Also es ist gar nicht so die konkrete Lösung, die man eben drüber setzen kann, eben wie Sie sagen, auf andere Gemeinden oder verschiedene Regionen. Aber was ganz essentiell ist, ist zuzulassen, wenn Gemeinden von selbst aus, von sich aus in Richtung zum Beispiel Sharing gehen oder aktiv sagen, wir machen gewisse Punkte einfach nicht mehr in der E-Mobilität, dass wir das eben auch zulassen und als Lösung geltend machen und dementsprechend einfach schauen, dass es dann, dass wir trotzdem diesen Bedarf bedecken können. Ich berichte nur kurz über ein konkretes Beispiel. Wir sprechen teilweise wirklich mit Gemeinden und auch größeren Städten, die aktiv sagen, sie bauen keine Ladeinfrastruktur. Und nicht, weil sie nicht an die E-Mobilität glauben, also absolut nicht. Die wissen voll, in welche Richtung wir uns bewegen und wie der Hochlauf ist. Die sagen nur, wir bauen keine Infrastruktur mehr für den Individualverkehr im öffentlichen Raum. Grundsätzlich nicht, egal ob es für Elektroautos ist oder für Verbrenner. Das heißt, wir müssen uns auch mit diesen Themen beschäftigen, mit wirklich so progressiven Zugängen, dass sie aktiv sagen, nein, wir setzen unsere Ressourcen dazu ein, dass wir unsere Städte in der Innenstadt autofrei machen und dann dementsprechend Partnerschaften schließen mit Privatwirtschaft, mit den Nahversorgern, um dort die Ladeinfrastruktur zu schaffen. Und da sagen wir sicher nicht, nein, baut bitte selbst, das sagen wir sicher nicht. Wir sagen nur, schaut wirklich, dass die Flotte trotzdem bedient werden kann, weil, wie gesagt, der Ladebedarf, der ist da. Mhm. Das sind so Prinzipien. Und wenn jetzt da ganz klar jetzt auf Sharing gesetzt wird, auch auf Kommunalsharing, sind wir dafür. Deswegen nehmen wir auch mit in unsere Expertise, in unsere Kommunikation, weil wir da auf keinen Fall sagen würden, macht's das nicht. Wir schauen auf die Fragen, die, ich weiß nicht, ob es Ihr Mikro ist oder meins. Einer von uns ist es, so viel ist klar. Ich schaue mal auf den Fragenmonitor hier. Da geht es um das Thema Abstimmung. Wie machen Sie die Abstimmung zwischen dem Ausbau private Ladeinfrastruktur, öffentliche Stationen, Laden halböffentlich, Einkaufen etc.? Das ist eine wunderbare Frage, weil das ist wirklich eigentlich der Hauptfokuspunkt für dieses Kommunalunterstützungspaket, das wir gerade aufsetzen. Das gibt es ja noch nicht, wir sind gerade dabei. Weil diese Themen, Kontakte knüpfen, konkret darüber sprechen und eben auch, dass die Pläne für die Zukunft von den Supermarktparkplätzen, von der Supermarktladeinfrastruktur einzubeziehen in das, was in Zukunft dann tatsächlich gebraucht wird in den Gemeinden, ist ja extrem essentiell. Weil es kann bei ganz kleinen Gemeinden, und jeder, der Österreich kennt, gerade im ländlichen Raum, weiß ja auch, wie kleine Dörfer das es alles gibt, da muss man auch ehrlich sagen, es kann sein, dass zum Beispiel, wenn Supermärkte massiv ausbauen, dass damit de facto der öffentliche Ladebedarf gedeckt ist. Das muss man dann auch ernsthaft sagen und erkennen. Aber es braucht natürlich die Kommunikation und genau diese Maßnahmen, diese Unterstützung, Kontakt aufzunehmen, in dieses Planungstool einzubeziehen, das ist eben unser Fokus. Und da machen wir eben diese Abstimmung. Mhm. Das verstehen wir uns eben so als Koordinationsstelle. Aber Sie haben es schon gesagt und man kann es nicht häufig genug sagen. Also das Planungstool, diese Daten, die da einfließen und die Auswertung der Daten, das ist essentiell für all das, was Sie perspektivisch letztendlich ausrichten. Jetzt haben wir noch eine Frage. Wie sind die wichtigsten Gründe für die großen Diskrepanzen im Ladeverkehr?
gerade Infrastrukturausbau zwischen den Kommunen. Ja, interessant. Sie haben ja die unterschiedlichen Menschen angesprochen oder die Visionäre und Vorantreiber versus die Mythenverteiler und die Abwartenden. Also wie... Genau deswegen habe ich auch die persönliche Ebene eigentlich angesprochen, weil gerade in kleineren Gemeinden, und so ehrlich muss man auch sein, ist es sehr oft wirklich der Antrieb von einzelnen, von einigen wenigen Treibern innerhalb dieser Gemeinde. Das kann oft wirklich sein, wenn es da vor 7, 8 Jahren einzelne Personen gegeben hat in den Kommunen, in den Gemeinden, die eben auch Entscheidungsträgerinnen waren, die gesagt haben, okay, setzen wir auf die E-Mobilität, probieren wir was aus. Einfach aus persönlichem Antrieb heraus macht das so viel aus, weil das zieht sich bis heute durch, dass eben schon jetzt die Erfahrungen gemacht wurden. Bei ganz großen Städten ist das natürlich anders. Das ist eine Strategie, das ist auf der politischen Grundlage. Aber in kleineren Gemeinden muss man eben auch erkennen, dass es einzelne Personen sind und dann dementsprechend mit denen auch Kontakt aufnehmen und die eben überhaupt einmal finden. Aber das muss man einfach erkennen. Es ist nicht immer ein System, es ist nicht immer eine Gemeindestrategie, es sind sehr oft die einzelnen Personen. Das ist ja immer gut, wenn man starke Argumente im Gepäck hat. Wir haben heute oder gleich im Panel ein tolles Beispiel von einem Energiedorf. Fällt Ihnen ad hoc ein tolles Beispiel aus Österreich ein, wo Sie sagen, das ist so unsere Blaupause, die bemühen wir immer gerne, wenn wir versuchen, Menschen zu überzeugen? Also Blaupause per se würde ich jetzt da gar nicht sagen, aber ich kann tatsächlich ein Beispiel nennen. Also es gibt eine Stadt, eine mittelgroße Stadt in Österreich, die Stadt Steyr in Oberösterreich, die hat eigentlich gerade im Kommunalfuhrpark unfassbar viele spannende Lösungen bereits umgesetzt. Also da haben wir auch Einblicke bekommen rein, also wirklich im Kommunalfuhrpark wird wirklich Steuerung, wann geladen wird, welche Fahrzeuge wie, die Abfallwirtschaft ist integriert, die Kommunalfahrzeuge, die Privatfahrzeuge der Angestellten von der Stadt können geladen werden, es wird Strom erzeugt vor Ort, sie haben ein wunderbares Softwaresystem dahinter und Pläne für die Ladeinfrastruktur, die sie selbst ausbauen wollen und das alles auf Basis von Daten, was ich immer sage, das ist das Wichtigste, sie bauen nicht ins Blaue, sondern haben eine Grundlage dahinter. Und das zu sehen, ist natürlich für uns auch sehr motivierend. Also man kann es nicht auf andere drüber stülpen, weil wie gesagt, immer andere Begebenheiten. Aber so etwas zu sehen, ist natürlich schon sehr wunderbar, weil da kann man einfach vernetzen und sagen, schaut euch das mal an. Genau, da kann man vor Ort direkt sprechen. Sie haben jetzt eben schon das ganze Thema der Förderung angesprochen und wie Sie damit umgehen, da haben wir noch mal eine explizite Frage zu. Ist die Förderung von Ladeinfrastruktur an die Nutzung von Ökostrom gebunden? Ja, ausnahmslos in Österreich. Ausnahmslos? Ja. Also kann ich sehr einfach beantworten. Unsere Förderbedingungen sehen schon seit längerer Zeit vor, dass man eben auch nachweisen muss, dass 100% erneuerbare diese Ladeinfrastruktur, diese geförderte, dann bedienen muss. Mhm. Ja. Wir werden ja heute auch noch über die schweren Nutzfahrzeuge sprechen, über die E-Lkw. Da fällt mir ja in Österreich gleich der Brenner ein. Und da wurden ja, glaube ich, einige Tests auch schon durchgeführt mit E-Lkw. Also wie gehen die mit der Steigung um? Können Sie uns da ein bisschen mit reinnehmen, auch was das Thema für eine Relevanz für Sie hat in Österreich? Das Thema Nutzfahrzeug allgemein hat gerade massive Relevanz. Also ich sage auch ganz ehrlich, und das ist ähnlich, wie es der Johannes Balasch gesagt hat, vor wenigen Jahren hätten wir diese Diskussion noch nicht gehabt, weil wir alle nicht so wirklich daran geglaubt haben. Jetzt kommt es massiv schnell. Wir sehen auch aktiv Strukturen und wirkliche Prozesse, wo wirklich Ladeinfrastruktur gebaut wird, im großen Stil. Bei uns in Österreich haben wir schon spannende Begebenheiten, nicht wirklich wegen den Steigungen, sondern dass einfach in den Alpenregionen sehr wenig Platz ist. Und das wird eine große Herausforderung, nicht nur um die Ladeinfrastruktur dorthin zu bekommen und die Netzanschlüsse, sondern wirklich um die Fahrzeuge dort, besonders bei Overnight und auch beim Schnellladen zwischendurch in den Pausen, wirklich hinstellen zu können. Jeder kennt die österreichischen Autobahnen, Dauernautobahn, Pürenautobahn, Brennerautobahn, die schneidet de facto durchs Tal durch. Da auf beiden Seiten wirklich gut Platz zu schaffen, wird eine große Herausforderung. Also da wird man sich am Anfang auch sicher zum Testen ein wenig auf die flacheren Regionen fokussieren. Wir müssen aber auch die Alpen durchqueren können damit und das wird sicher spannend. Also auch bei Ihnen das Thema der Flächenverfügbarkeit zahlt ein auf die nächste Frage. Wir haben über die Barrierefreiheit gesprochen. Wie ist es bei Ihnen? Sind barrierefreie Ladesäulen per Gesetz vorgeschrieben? Weil Sie ja in vielen Bereichen in Sachen Barrierefreiheit auch Vorreiter sind. Wunderbar. Wird hier schön, so reingegeben. Schön, dass das so erkannt wird. Freut uns natürlich. Tatsächlich ist es bei der Ladeinfrastruktur, also wir haben eine RVS, das ist bei uns in Österreich eben dementsprechend eine Richtlinie, um das eben vorzugeben. Das heißt, das ist auch schon quasi verankert, das wird auch so umgesetzt im großen Stil. Wir erkennen auch gerade wirklich spannende Initiativen, besonders bei so Schnellladeinfrastruktur, die quasi alle Stückchen spielen, wenn es um Barrierefreiheit geht und wo auch wirklich von den Betreibern dieses Thema Barrierefreiheit quasi als USB kommuniziert wird. Das heißt, die machen es nicht nur, okay, weil es
notwendig ist oder weil es festgeschrieben ist, sondern weil sie sich damit auch profilieren wollen und extrem viel Platz eben für Rollstuhl schaffen, aber auch für Kinderwegen, Ladesäulen-Thema, Displayhöhe und so weiter. Das Problem ist eher der Bestand. Also die neuen, da geht schon viel weiter, da bin ich auch sehr optimistisch. Der Bestand ist natürlich schwierig, weil man will ja auch nicht natürlich, dass sofort wieder abgerissen und neu gebaut wird, grundsätzlich. Da müssen wir halt möglichst schnell Lösungen finden. Und das, ich weiß, dass es sehr, sehr wichtig ist, aber gerade beim Bestand müssen wir dementsprechend noch ein wenig nachschärfen. Nochmal nachbessern. Jetzt geht es ja um das ganze Thema Geschwindigkeit. Das haben Sie heute ja auch mitbekommen, dass wir in Deutschland da ja immer wieder drauf schauen, wie können wir gewisse Prozesse beschleunigen, wie können wir schneller werden. Schauen wir nach Österreich. Wie ist der Stand zu Antragsprozessen? Gibt es ähnliche Verzögerungen wie in Deutschland? Welche Lösungen denken Sie an und was können wir vielleicht von Ihnen lernen? Das mit den Lernen lasse ich mal kurz so stehen. Allgemein natürlich gibt es die Diskussion auch und natürlich gibt es immer wieder den Wunsch nach massiver Beschleunigung auch bei den Prozessen. Es ist aber nicht wirklich das Antragsthema und das Warten quasi auf die Genehmigung, sondern es ist eher auch also derzeit diese Unsicherheit bezüglich der Hardware, wann sie kommt. Also das alles spielt ja rein in die Planung. Wann bekomme ich meinen Trafo? Wann bekomme ich tatsächlich meine Ladeinfrastruktur? Wie schaut es mit den Anschlüssen aus? Habe ich überhaupt genug Expertise vor Ort, um die physischen Arbeiten durchzuführen? Das ist ja auch ein Thema. Also alles gehört da rein, nicht nur das Genehmigungsverfahren. Ich traue mich vorsichtig zu sagen, dass es nicht ganz so ein großes Thema ist wie in Deutschland, aber wir natürlich trotzdem am Schirm haben. Aber allgemein muss in Zukunft bei Ladeinfrastrukturen einfach alles besser planbar sein. Wenn eine Gemeinde sagt, wir bauen dort gemeinsam mit unseren Partnern, wir stellen sogar die Fläche zur Verfügung, dann müssen die einfach auch davon ausgehen können, dass es in x Monaten wirklich tatsächlich eröffnet werden kann. Das ist derzeit sehr oft nicht möglich. Und das ist natürlich auch schrecklich für die Kommunikation und für die ganze Bewerbung auch. Da muss natürlich schon was weitergehen. Jetzt zapfen wir nochmal die Expertise von Ihnen an, was den Blick durch die Außenbrille angeht. Uns interessiert nämlich, wie kann die Leitstelle und die NOW, beziehungsweise interessiert Sie das, noch besser die Aspekte, es ist mein Mikro eindeutig. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt an diesem Sender fuckel, dann zucken Sie alle zusammen, weil es laut wird, schätze ich mal. Aber das bin ich eindeutig. Sie merken auch, vielleicht können wir einmal eine Handfunke rüberreichen, dann haben wir irgendwie einen konstanten Ton und wir müssen Sie nicht über Gebühr strapazieren. Weil eine Sache wollen wir noch einfangen. Ich kann Ihnen das ja schon mal, ich glaube, da war nicht ganz gut. Vielen Dank. Einen 10 Applaus für die Idee. Ja, ohne die haben wir nicht richtig aus der Bahn. So viel ist klar. Also wir wollen eine Perspektive von Ihnen noch mal einsammeln. Und zwar haben wir eine Frage bekommen von Ihnen, herzlichen Dank dafür. Wie kann die Leitstellung mit der NOW noch besser die Aspekte der Mobilität werden berücksichtigen? Ich spreche jetzt nicht so sehr wie die NOW, sondern mal, wie es wir grundsätzlich in Österreich angehen. Ganz, ganz schnell und ganz kompakt. Da muss ich ganz kurz ausholen. Ich hoffe, es erlaubt für eine halbe Minute, wie wir aufgestellt sind. Also das ist vielleicht schon spannend zu erklären, für die, die das nicht wissen. Die Austertech per se ist eben eine 100%ige Tochter von unserem Klimaministerium. Und wir innerhalb der Austertech haben aber sehr viel Expertise in den verschiedensten Teams. Also auch das Thema Automatisierung zum Beispiel in Österreich ist bei uns angesiedelt in der Austertech. Oder klimaneutrale Städte oder wenn es eben um das Datenthema geht, um diesen National Access Point. Das heißt, wir sind schon innerhalb der Austertech extrem gut vernetzt und denken an verschiedene Mobilitätslösungen. Wir denken sehr weit in die Zukunft und überlegen uns wirklich, wie geht es in Zukunft weiter? Was brauchen die Städte, die Regionen? Was geht auf der Autobahn weiter? Das ist schon ein großer Vorteil. Das heißt, wir sehen eigentlich auch die Elektrifizierung, die E-Mobilität nicht wirklich als Insel, sondern denken immer mit und holen auch dementsprechend die Expertinnen rein in die Prozesse, in den Austausch, um eben auch andere Aspekte der Mobilitätswende reinzubekommen. Ich glaube, das ist allein schon extrem wichtig, dass wir eben nicht sagen, okay, ein Automatisierungsteam arbeitet dort und die Elektromobilität arbeitet dort. Wir nehmen einfach dementsprechend die Expertinnen und Expertisen rein, die man eben braucht. Genauso im Ministerium. Wir sitzen teilweise mit den verschiedensten Abteilungen zusammen, um eben gerade klimaneutrale Stadt reinzubekommen und zu sagen, ja okay, schauen wir, dass wir da einen Modal Shift auf hinbekommen und tatsächlich auch Mobilität verlagern und vermeiden. Und zusätzlich natürlich, dass es übrig bleibt, möglichst effizient zu elektrifizieren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass eben dementsprechend die richtigen Expertinnen und Experten, aber auch die Entscheidungsträgerinnen, dort am Tisch sitzen und gemeinsam eben an dem arbeiten und nicht immer dieses Inselthema E-Mobilität betrachtet wird.
Also Inseldenken beiseite schaffen, wobei wir heute durch die Isla auch schon erfahren haben, dass das nicht stattfindet, dass man da den Schulterschluss ganz bewusst wagt, dass man sich die Stakeholder mit reinholt, um den Masterplan zu etablieren. Aber da plädieren Sie nochmal für, dass das ganz wichtig ist, dass man das im Blick behält. Ganz lieben Dank, dass Sie uns mit reingenommen haben in Ihr wunderbares Land und damit in die Elektromobilität von Österreich. Merci. Vielen Dank. Danke. Philipp Wieser. Ja, eins ist klar geworden heute, die Elektromobilität in Deutschland trifft auf ganz unterschiedliche Realitäten und das wird auch nochmal klar, schaut man sich mal so die einzelnen Regionen an und die einzelnen Kommunen. Der Johannes Pallasch hat uns das ganz wunderbar gezeigt anhand seiner Karte und was man festhalten kann, ist, dass die Bundesländer im Osten tatsächlich vor denen im Westen liegen, was die durchschnittliche installierte Ladeleistung je Ladepunkt angeht. Wenn Sie sich dafür interessieren, wie der Bedarf in der Fläche eigentlich aussieht, dann kann ich Ihnen das Standort-Tool der Leitstelle ans Herz legen. Da haben Sie den datenbasierten Ansatz und das können Sie gerne einfach mal ausprobieren. Einfach mal das standorttool.de eingeben und dann kriegen Sie ein Gespür dafür. Wir können festhalten, ganz gleich, wie dann die Analyse und das Ergebnis ausfällt, um die weißen Flecke in der Landkarte zu schließen, gibt es starke Ansätze und die sind auch gut so. Das ist zum einen das Deutschlandnetz, das natürlich die Lücken identifiziert, dafür sorgen soll, dass der nächste Schnellladepunkt überall in Deutschland in wenigen Minuten erreichbar ist. Und das zweite ist eben das ganze Thema, die Kommunen zu befähigen und zu bestärken. Und da haben wir jetzt gerade schon tolle Ansätze gehört, um die noch weiter mit einzubinden. Und genau das sieht auch der Masterplan Ladeinfrastruktur 2 vor. Hier geht es um das umfassende Unterstützungspaket, hier geht es darum, noch mehr Expertise auch reinzubringen und darüber werden wir gleich diskutieren, vor allem darüber, wie offen die Kommunen dafür eigentlich sind und wie engagiert sie auch sein wollen, um all das auf den Weg zu bringen. Vorher bekommen wir aber einen Impuls, auf den ich mich sehr freue. Der kommt vom Leiter der beiden Teams, nämlich vom Vernetzen und Fördern in der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur. Vor seiner jetzigen Rolle hat er Landesprojekte vorangetrieben, ging es immer um E-Mobilität, zum einen beim Wirtschaftssenat in Berlin, er war aber auch in Thüringen im Wirtschaftsministerium und jetzt bringt er seine Expertise auf die Bühne, Konrad Hammer. Ja, danke für die freundliche Anmoderation. Philipp, danke für die sehr, sehr guten Steilvorlagen, die du in deinem Input gegeben hast. Ich würde sagen, nächstes Jahr machen wir am besten mal ein Panel noch mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz und Österreich und wir, denn wir alle drei sind ja quasi starten mit einem föderalen System und wo auch sehr stark das Subsidiaritätsprinzip verankert ist und kämpfen da, glaube ich, mit denselben Herausforderungen. Wir haben heute sehr viel gehört über verschiedenste Unterstützungsleistungen, die wir haben für die Kommune. Und wir sprechen hier immer ganz, ganz viel von der Kommune. Aber was muss denn eigentlich diese Kommune da vor Ort machen, dass es dort quasi erfolgreich vorangeht beim Aufbau von Ladeinfrastruktur? Und vor was für Herausforderungen steht denn die Kommune? Dabei wird es jetzt in dem folgenden Panel gehen. Denn wir stehen vor einer Systemtransformation, wie es sie in der Geschichte des Automobils noch nie gab in seiner 100-jährigen Tradition. Wir haben hier die alte Verbrennerwelt. Diese Welt ist zugegebenermaßen etwas grau, der leuchtet hinaus. Die Tankstelle in einigen Regionen ist das tatsächlich auch die Einheit, wo auch nach 20 Uhr noch das Licht brennt. Und die Nutzerinnen kommen quasi dort zum Tanken und dieser Zeitaufwand ist halt eben absolut zu vernachlässigen. In der neuen Welt haben wir einen Paradigmenwechsel. Und das Laden muss halt eben letztlich auch dort stattfinden, ohnehin, wo das Fahrzeug ja auch eben steht. Und dafür brauchen wir halt eben verschiedenste Use Cases. Diese Use Cases hatten wir auch in der Vergangenheit in verschiedenste Förderszenarien überführt. Und man kann hier mal so als kurze Zwischenbilanz sagen, ja, die sind passgenau, die werden diesen einzelnen Szenarien auch angenommen. Wir sehen allerdings eine regionale Unwucht. Und diese regionale Unwucht ergibt sich einfach schlichtweg daher, dass wo Akteurinnen und Akteuren auch der Kommunalpolitik vor Ort sind, die dem Thema aufgeschlossen sind, ich sag mal, da läuft das Thema, sowohl im privaten Bereich, aber auch erst recht natürlich dann auch im öffentlichen Bereich. Und wir haben im privaten Bereich, hören wir hier tatsächlich von Beispielen, die durchaus Schildbürgerstreichen ähneln. Ich möchte da ein Beispiel meinen von einem Hotel.
Ein Hotel muss laut Stellplatzsatzung 30 Stellplätze bereithalten. 10 Parkplätze elektrifiziert dieses Hotel, auch dankenswerterweise mit einer Förderung von uns. 3 Monate später schreibt uns der Hotelier an und sagt, ich habe jetzt meine Betriebsgenehmigung von der Kommune verloren, denn laut Stellplatzsetzung muss ich 30 Stellplätze für die Allgemeinheit bereithalten. Folge davon war, Schilder only für Elektrofahrzeuge mussten abgebaut werden. So, und da geht es einfach darum, dieses Thema Kommunen und die Sensibilität halt eben auch nochmal stärker mitzunehmen mit diesen Produkten, die wir hier eben aufgesetzt haben. Auch hier nochmal, diese Folie hatte ich letztes Jahr auch schon mitgebracht, das, was wir an